Schönheit. Die Werder. Und eins. Ha! Nicht übel. Was ist los? Schade, dass Feuer das nicht gesehen hat. Ich trainiere nur für die Schule. Du machst doch die ganze Zeit Drehungen und Verrenkungen für Feuer. Ich? Das ist doch vollkommen absurd. Nolik, mach langsam. Ja. Spule, spielen wir lieber etwas Schach. Aber ist Rollkunstlauf nicht wunderschön? Dreh mich. Wie cool! Warum rufst du so laut? Ich habe gerade zwei Karten bekommen für den absolut legendären Vektor. Prächtig. Und wer kommt mit dir? Das weiß ich gar nicht. Ich habe noch nicht drüber nachgedacht. Was muss man da nachdenken? Lade doch einfach das allerhübscheste Mädchen der Schule ein. Stimmt's? Keine schlechte Idee, mein Freund. Hast du das gehört? Die Allerschönste wird eingeladen. Tja, ich bin gar nicht interessiert. Und weißt du was? Ich bin's auch nicht. Unsere Welt ist voller Schönheit. Es gibt zahllose, wunderschöne Pflanzen und Tiere, atemberaubende Berge, Wälder und Seen. Aber das reicht den Menschen nicht aus. Sie erschaffen auch selber schöne Dinge. Künstler malen schöne Bilder. Komponisten schreiben schöne Musik. Architekten schaffen schöne Gebäude. Und Modedesigner machen schöne Kleidung. Das betrifft sogar auch Wissenschaftler. Sie schaffen schöne Ideen. Diese Ideen können die Basis sein für neue Technologien, die das Leben der Menschen verbessern. Jeder hat seine eigene Vorstellung von Schönheit. Es gibt so viele Meinungen, wie es Menschen gibt. Aber jeder versucht auf seine Weise schön zu sein. Sowohl Menschen als auch Fixies. Bitte hilf mir, Spule. Wie kann ich schön werden? Ich weiß nicht. Frag doch Werder. Sie hat das gewisse Etwas. Was hat sie? Was ist denn das Schönste an ihr? Oh, nun ihre Haarnadel, die Frisur. Das Grün steht ihr super. Grün ist schön. Aha. Okay, bis später. Spule. Was ist deine Meinung? Meinst du, Feuer mag Simka? Es sieht so aus. Ist das, weil sie rote Haare hat? Orange. Jetzt verstehe ich. Nun, ist das in etwa ihre Farbe? Nicht wirklich. Ich brauche mehr Grün. Was macht eine Person wirklich schön? Schicke Kleidung, knalliger Nagellack, gefärbte Haare? Das macht einen nicht unbedingt schön. Hier ist ein zuverlässigeres Rezept. Zuerst waschen und Haare kämmen. Seht ihr? So seht ihr gleich viel schöner aus. Nun die dreckigen, zerknitterten Sachen wechseln und etwas Sauberes tragen. Das ist sogar noch schöner. Und zu guter Letzt, wenn man weniger Süßigkeiten isst und ausreichend Sport treibt, dann wird man sicher ein hübscher Junge sein. Oder ein bezauberndes Mädchen. Los. Meinst du, du bekommst ein Autogramm von Vektor für mich? Na sicher! Ich liebe seine Songs so sehr. Ich auch. Besonders der Song, der so geht. Computer, 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 du bist super. Ich spiel gern am Computer und meistens richtig laut. In jeder Minute wär ich gern am Computer. Doch nein, 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 das ist nicht erlaubt. Ich hatte keine Ahnung, dass du so ein Fan bist. Weißt du was? Ich hole dir kein Autogramm. Warum denn nicht? Weil du es selber bekommst. Weißt du was? Ich habe eine Extrakarte. Ah, ich dachte, du nimmst das schönste Mädchen mit. Ihr seid doch alle sehr schön. Und mit dir macht es am meisten Spaß. Los gehen wir. Stopp! Ha, wartet! Oh, Simka? Oder Werder? Wohin geht ihr? Was meinst du, wohin? Zum Konzert. Werder? Nein, Simka. Oder andersrum? Ich bin so verwirrt. Komm schon, Spule. Erkennst du sie denn nicht? Das ist Simka und das hier ist Werder. Gehen wir, sonst kommen wir zu spät.
haben immer Glück. Ja, wahrscheinlich hätten wir uns blond färben sollen wie Spule. Die Toilette. Hey, Tom Thomas, du kannst doch kein Wasser aus der Toilette trinken. Ich trinke es nicht. Was dann? Wischst du ab? In der Toilette? Komm schon. Was starrst du denn dann da drinnen so an? Ich glaube, die Toilette ist kaputt. Das Wasser hört nicht auf zu laufen. Ja, und? Was meinst du damit? Wir müssen Wasser sparen. Simka, du hast mir das beigebracht. Du hast recht, Tom Thomas. Es ist wichtig, kein Wasser zu verschwenden. Aber das Problem von dieser Toilette liegt woanders. Wo? Im Spülkasten. Fast alle Toiletten haben einen Spülkasten, der Wasser speichert. Wenn nötig, wird das Wasser in die Schüssel gespült. Wasser fließt in den Kasten durch einen Wasserhahn, der mit einem Hebel verbunden ist. Wenn der Wasserstand im Spülkasten steigt, hebt sich der Hebel. Und wenn genug Wasser im Kasten ist, schließt der Hebel den Wasserhahn und das Wasser stoppt. Aber wenn der Hebel bricht, fließt immer mehr Wasser durch das Fallrohr in die Toilettenschüssel. Wir sind gleich wieder da. Glauben, wie schön das ist. Ah, ich sehe, was hier nicht läuft. Der Hebel, auf dem wir stehen, ist aus irgendeinem Grund abgefallen. Deswegen fließt das Wasser hier weiter heraus. Verstehe. Und es fließt immer weiter durch das Rohr in die Schüssel. Und? Was ist das Problem? Der Hebel! Er ist abgekoppelt. Könnt ihr ihn befestigen? Nö, leider nicht. Ohne Papus schaffen wir das nicht. Wir holen Papus und du, Tom Thomas, du bewachst die Tür. Ja, sonst kommt jemand und betätigt die Spülung, während wir im Kasten arbeiten. Dann werden wir runtergespült. Wohin? Direkt in den Abwasserkanal. Und das heißt dann Bye-bye, Tom Thomas, auf immer. Das Abwassersystem ist ein riesiges Netzwerk von Rohren, die unterirdisch verlaufen. Hierhin wird das dreckige Wasser aus Waschbecken und aus Toiletten gespült. Die Abwasserrohre befördern dann das dreckige Wasser in Klärwerke. Dort wird das Wasser gesäubert, bevor es in einen Fluss oder das Meer geleitet wird. Bevor die ersten Abwasserkanäle entwickelt wurden, warfen die Menschen ihren Dreck einfach durch ihre Fenster auf die Straßen. Och, der Gestank in den Städten war einfach schrecklich. Selbst die ersten Abwassersysteme bekamen den Gestank nicht in den Griff. Dieses stinkige Problem wurde erst gelöst, als die moderne Toilette erfunden wurde. Sie hat unten ein gebogenes Abflussrohr. Das hat einen Geruchsverschluss, sodass der Gestank nicht ins Haus gelangt. Frag nicht warum, aber niemand darf durch diese Tür. Es ist ein Geheimnis, Kaubacke. Tom Thomas, kommst du essen? Nicht jetzt, Mama. Nicht mal einen Keks? Na gut. Hör mir gut zu. Bewache die Tür, damit niemand spült. Und das gilt auch für dich. Oh, das ist ja schrecklich, wie viel Wasser verschwendet wird. Gut, dass ihr das gemerkt habt. Tom Thomas hat das bemerkt. Hä? Nun an die Arbeit. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte gerade duschen. Okay, aber benutze nicht die Spülung. Warum denn nicht? Sie ist kaputt. Wirklich? Mal sehen. Nein, tu es nicht! Ich hab gesagt, du sollst nicht spülen. Papa, warum? Warum weinst du? Wir haben es repariert. Ihr seid
seid hier. Ich dachte, ihr wurdet in das Abwassersystem gespült. Es war sehr knapp, aber Nolik hat uns gerettet. Mich und Papus. Tom Thomas. Warum bist du so traurig? Wegen der Toilette? Aha. Sei nicht traurig. Die Toilette funktioniert einwandfrei. Wirklich? Ich musste sie testen. Jetzt muss ich auch gehen und sie testen. Das Programm. Alles klar. Mal sehen. Sag guten Morgen. Guten Morgen. Hebe den Arm hoch und senke den Arm. Es klappt. Ausgezeichnet. Hallo, Professor Eugenius. Hallo, Fixies. Schön, euch heute zu sehen. Was erfinden Sie denn heute? Ich verbessere den Manipulator. Jetzt kann das Gerät sehen, hören und sogar sprechen. Guten Morgen. Oh, wow. Wenn dieses Ding ein Gehirn hätte, dann wäre es ja wie ein Mensch. Aber es hat ein Gehirn. Hast du gesehen, wie Professor Eugenius den Computer mit dem mechanischen Arm verbunden hat? Du meinst, der Computer ist ein Gehirn? Na, nicht ganz. Der Computer ist nur ein Stück Metall. Guten Morgen. Was einen Computer intelligent macht, sind die Programme darin. Stellt euch vor, ihr kommt von der Schule nach Hause und findet einen Brief von eurer Mutter. Zieh dich um, iss Mittag, mach den Abwasch und mach die Hausaufgaben. Ungefähr so funktioniert ein Computerprogramm. Es ist eine Abfolge von Befehlen, die der Computer ausführt. Einen nach dem anderen. Programme werden auch Applikationen genannt. Davon gibt es viele in Computern, Tablets und Smartphones. Computerprogramme sind es, die diese Geräte so schlau machen. Jetzt haben wir es. Ich habe das Programm optimiert. Mal sehen. Nun wird der Manipulator auf meinen Befehl, die schmutzige Tasse waschen. Manipulator, eine schmutzige Tasse. Eliminiere das Problem. Wird ausgeführt. Das Problem wurde eliminiert. Er hat sie wohl falsch verstanden. Ich versuch's nochmal. Räum die Scherben auf. Nicht verstanden. Nun, wisch den Boden. Nicht verstanden. Wie wär's mit befreie das Labor von allen fremden Objekten? Verstanden. Wird ausgeführt. Ich sehe zwei fremde Objekte. Hey, was wird das denn? Hey! Stopp! Sofort! Das sind keine fremden Objekte. Das sind meine Freunde. Schon besser. Noch ein fremdes Objekt. Ich bin nicht fremd. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Ich gehöre hierher. Noch ein fremdes Objekt. Fremdes. Genug. Stopp. Was? Du kriegst uns nicht? Du brauchst noch einen Arm. Verstanden. Armverlängerung. Stopp! Sitz! Platz! Ja. Oh, hierher! Oh, Gott! Ihr Programm scheint nicht zu funktionieren. Das ist sicher. Es gibt Fehlfunktionen. Moderne Geräte funktionieren oftmals durch den Befehl von verschiedenen Computerprogrammen. Diese Programme können Störungen haben. Zum Beispiel kann eine Autoalarmanlage ohne Grund losgehen. Oder ein Computer befolgt nicht mehr eure Befehle und macht von selbst komische Dinge. Oder das Handy friert ein und reagiert nicht mehr, egal wie oft man darauf drückt. Wenn das euren Geräten passiert, wird geraten, sie neu zu starten. Oder schaltet das Gerät aus und wieder an. Manchmal hilft das und das Gerät funktioniert wieder. Aber wenn das nicht hilft, braucht ihr vielleicht einen Techniker, der herausfindet, ob es am Programm liegt oder am Gerät selbst, so dass er es reparieren kann. Wie stoppen wir dieses Ding? Oh, ich glaube, dass wir den Manipulator vom Computer trennen müssen. Das ist genial. Ich lenke ihn ab und ihr zieht den Stecker. Nein, das ist meine sensible Stelle. Autsch! Bist du bereit? Und eins! Autsch! Und zwei!
Ich sehe, was da los war. Was? Das Programm hat einen kleinen Fehler. Jetzt muss das klappen. Jetzt sollte er sich benehmen. Probieren wir es aus. Einen Moment. Auf keinen Fall. Es reicht für heute. Wir müssen erst dieses Chaos aufräumen. Keine Sorge. Der Manipulator macht das für uns. Der Papagei. Lisa, willst du dein Futter? Wow, Tom Thomas. Wer ist das? Simka, Nolik. Das ist Lisa. Mein Papa hat sie aus Afrika. Oh, kaum zu glauben. Du hast einen echten Papagei? Kann der reden? Papa hat gesagt, sie kann. Aber ich habe sie noch nicht gehört. Nun mal sehen, ob sie kann. Okay, sag, Lisa ist ein lieber Vogel. Nein, sie soll meinen Namen lernen. Das wäre so cool. Lisa, sag Nolik. Das ist mein Name. Sie will über Nolik nicht sprechen. Vielleicht spricht sie keine menschliche Sprache. Check das aus. Anscheinend spricht sie die Hundesprache. Nein, Nolik. Sie spricht überhaupt keine Sprachen. Wie kann sie dann sprechen? Papageien können viele verschiedene Klänge imitieren, die sie hören. Zum Beispiel Hundebellen oder das Klingeln des Telefons. Papageien können auch Worte nachahmen und sogar ganze Sätze der menschlichen Sprache. Aber Papageien verstehen nicht die Bedeutung der Worte, die sie sagen. Sie wiederholen einfach nur wie ein Plattenspieler. Hey, hallo! Hey, hallo! Deswegen wird man kein echtes Gespräch mit einem Papageien führen können. Auch dann nicht, wenn es ein sprechender Papagei ist. Dann lassen wir sie eben etwas wiederholen. Hey, Lisa! Tedish, das ist der besondere Ausruf der Fixies. Sag es. Fixies haben einen besonderen Ausruf. Tedish! Mein Papa ist zurück. Schnell, verstecken wir uns. Hallo. Und, wie läuft's? Redet ihr beiden schon miteinander? Ich kann sie nicht dazu bringen, etwas zu sagen. Ja? Lisa, wie geht's? Lisa ist ein guter Vogel. Vorhin hat sie gar nichts gesagt. In meiner Nähe redet sie gerne. Lisa ist ein guter Vogel. Nolik ist mein Name. Wer ist denn Nolik? Nein. Lisa meint, sie hat kein Glück im Spiel. Welches Spiel? Verstecken wir uns. Schnell, verstecken. Wir haben Verstecken gespielt. Mit dem Papagei? Aha. Fixies haben einen besonderen Ausruf. Fixies haben einen besonderen Ausruf. Was? Fixies? Einen besonderen Ausruf? Nein. In Physik gibt es Formeln und so. Das lernen wir gerade in der Schule. Naja, wie besonders Physik ist. Wow, beeindruckend. Na dann mach weiter so, mein Sohn. Puh. Die Fähigkeit, das zu wiederholen, was Menschen sagen, haben nicht nur Papageien. Krähen, Stare und andere Tiere können das auch. Und abgesehen von Tieren können auch Maschinen die menschliche Sprache wiedergeben. Zum Beispiel, wenn ihr jemanden anruft und hört, bitte hinterlassen Sie Ihre Nachricht nach dem Signalton. Das ist ein Anrufbeantworter, der eine aufgenommene Stimme nutzt, um den Anruf zu beantworten. Noch ein Beispiel ist die Stimme in Zügen und Bussen, die die Haltestellen ansagt. Solche Stimmen sind normalerweise Aufnahmen, die immer wieder wiederholt werden. Heute gibt es auch künstliche Stimmen auf Computern, Tablets und Smartphones, die Text lesen und ihn wiedergeben können. Aber auch wenn eine Maschine weiß, was ihr sagt, weiß sie trotzdem nicht, warum ihr es sagt. Das verstehen nur Menschen und natürlich Fixies. Tom Thomas, du bist...
du hast dich da wirklich gut rausgeredet. Und Lisa, böser Vogel, du hättest ihn fast verraten. Pass auf mit diesen Papageien. Ich verstehe. Lisa, hör zu. Vergiss alles, was wir gesagt haben. Und erwähne nie wieder Nolik, okay? Ja, überhaupt nichts über die Fixies. Ja, wenn du einen Fixie triffst, bitte verrate es nicht. Verstehst du? Ah, sie nickt. Sieht aus, als hat sie verstanden. Lass uns schnell gehen, damit sie uns so schnell wie möglich vergisst. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Aha! Tidisch, Tidisch, Tidisch! Das U-Boot. Und das U-Boot verschwand in den Tiefen des Ozeans und ließ die bösartigen Haie einfach zurück. Ah, dieser Trickfilm war super! Cool! Prächtig! Ach, ich wünschte, wir hätten auch ein U-Boot. Wie wär's, wenn wir eins bauen? Aber wir wissen doch gar nicht, wie man ein U-Boot baut. Wie kommst du denn darauf? Das Wichtigste bei einem U-Boot ist, dass es luftdicht ist, damit Wasser unmöglich von außen eindringen kann. Im Inneren muss eine Sauerstoffreserve sein, damit man atmen kann. Damit ein U-Boot unter Wasser tauchen kann, hat es besondere Behälter. Sind die Behälter mit Wasser gefüllt, dann wird das U-Boot schwer und beginnt zu sinken. Will man, dass das U-Boot wieder auftaucht, wird das Wasser in den Behältern durch Luft ersetzt. Und so taucht das U-Boot an die Oberfläche auf. Woraus sollen wir es machen? Aus kaputtem Spielzeug. Und wo wird es fahren? Im Aquarium. Kommst du nicht mit? Ich habe Angst. Aber warum? Was, wenn Wasser in das U-Boot kommt und wir trinken? Oder wenn uns die Fische fressen? Komm schon, Spule. Das ist doch dumm. Nicht mal der kleine Nolik hat Angst davor. Ja. Na gut. Matrosen, Leinen los. Die was? Binde das Seil los. Ah, sag das doch gleich. Bereit? Dann bringen wir es runter. Panik. Versuchen wir aufzutauchen. Es klappt nicht. Natürlich. Ich hatte zu Recht Angst. Was sollen wir jetzt tun? Wie wär's, wenn wir die Luke öffnen? Nein, das geht nicht. Das Wasser würde einströmen und wir würden ertrinken. Nun, dann weiß ich's auch nicht. Ich muss mir einen Plan ausdenken. Ja. Das erste nutzbare U-Boot der Welt wurde schon vor 400 Jahren gebaut in England. Es bestand aus Holz und konnte nicht gerade tief tauchen. Im Inneren des Schiffes saßen Männer mit Rudern, also konnte es sich nicht sehr schnell fortbewegen. Etwa 200 Jahre später wurden die Ruder durch einen Propeller ausgetauscht. Aber der Propeller dieses U-Bootes konnte nur von Hand gedreht werden. So war dieses U-Boot auch sehr langsam. Jeder gute Schwimmer konnte es einfach überholen. Erst nachdem elektrische Motoren erfunden wurden, konnten U-Boote sehr tief fahren und sich mit sehr hoher Geschwindigkeit durch das Wasser bewegen. Die heutigen modernen Militär-U-Boote haben Kernreaktoren für den Antrieb. Diese U-Boote können monatelang unter Wasser bleiben, ohne aufzutauchen. Feuer, kannst du dir schneller einen Plan ausdenken? Uns geht die Luft aus. Feuer, wir werden ersticken. Nein, werden wir nicht.
fressen uns vorher die Fische. Hättet ihr sie nicht so geärgert? Ah! Ja, jetzt wird's ernst. Ich hatte euch doch gewarnt, oder? Ihr wolltet nicht hören. Ihr habt genau das Gegenteil getan. Moment, vielleicht klappt's. Lasst uns die Batterie umgekehrt anschließen. Wechseln wir Plus und Minus. Warum? Denn dann wird sich der Motor anders umdrehen und der Propeller wird aus den Algen befreit. Finish! Hey, geht's auf! Wir werden euch auch nicht mehr ärgern. Versprochen. Frieden! Tausend Dank, Spule. Du hast uns gerettet. Das ist nur, weil ich am meisten Angst hatte. Nein, als alles gefährlich wurde, bist du cool geblieben. Wäre es nicht prächtig, wenn wir nächstes Mal einen Helikopter bauen? Die Kopie. Elisa! Ach, egal. Ich hab's gefunden. Ah, nein, doch nicht. Elisa! Elisa! Ich höre Sie. Ich komme, Professor Eugenius. Hast du diesen Regenschirm gesehen? Sieht aus, als hat der Professor wieder seinen Schirm verloren. Ah. Sieh, wie viele Flyer da sind. Nolik, das sind alles Kopien von einem Flyer. Elisa druckt viele davon, damit sie sie in der ganzen Stadt aufhängen kann. Ein Kopierer ist ein Gerät, mit dem man viele Kopien von einem einzigen Bild oder Dokument machen kann. Ein Bild, das kopiert werden muss, wird auf eine Glasscheibe gelegt unter einem Deckel. Der Fotokopierer bestrahlt es dann mit hellem Licht, damit er ein klares Foto machen kann. Dann wird das Bild auf Papier gedruckt, mit Hilfe besonderer Tinte und einer sich drehenden Walze. So kann man identische Kopien wieder und wieder von einem Original machen, bis die Tinte oder das Papier alle sind. Was ist passiert, Professor Eugenius? Mein Aktenkoffer, ich finde ihn einfach nicht. Ach, Sie sind so zerstreut. Erst war es der Regenschirm, jetzt der Aktenkoffer. Oh, ist das für mich? Ich mach das nicht mit Absicht. Oh. Nun, wir finden Ihren Aktenkoffer. Ich designe dafür einen Flyer und drucke ihn auch gleich aus. Jetzt weiß ich's wieder. Sie wissen wieder, wo Ihr Aktenkoffer ist? Nicht das. Diesen Morgen habe ich meinen Tee gar nicht getrunken. Also müssen wir Ihren Tee auch noch finden. Es ist so dunkel hier drin. Leise. Elisa kommt hoch. Wir müssen uns verstecken. Wo ist das Bild vom Aktenkoffer? Hier ist der Flyer für einen verlorenen Schlüssel, der für das Handy. Der Flyer, falls der Professor verloren geht. Hier der verlorene Aktenkoffer. Exzellent. Sieht aus, als sei die Luft rein. Und wo ist Nolik? Da ist Nolik. Gedruckt. Er steckt im Kopierer fest. Wir müssen ihn sofort retten. Ihn retten? Wir müssen alle gerettet werden, Spule. Wenn Elisa diese Flyer aufhängt, dann wird die gesamte Stadt die Fixies entdecken. Also was sollen wir tun? Warte. Wir können dieses Deckweiß benutzen, um Nolik zu übermalen. Simka, sieh! Da ist noch ein Nolik. So, da ist noch einer. Verdeckt ihn gut. Und hier. Nicht jeder hat die Möglichkeit, die Gemälde der großen Meister live zu sehen. Aber dank der Kopiertechnologie sind diese Bilder auf der ganzen Welt bekannt. Junge Maler und Bildhauer lernen ihr Handwerk, indem sie die Werke der alten Meister studieren und kopieren. Es ist wichtig, Kopien von wichtigen Dokumenten zu haben, für alle Fälle. Was, wenn das Originaldokument zerstört wird? Dann gibt es wenigstens eine Kopie. Kopien sind normalerweise sehr hilfreich, aber nicht alle Kopien sind gut.
Einige Kopien namens Fälschungen sind schlecht. Eine Fälschung ist die Kopie eines Bildes, Dokuments oder sogar von Geldscheinen, die als Originale ausgegeben werden. Gefälschte Kopien zu machen ist illegal. Man kann sogar für solche Kopien ins Gefängnis kommen. Und etwas hier. Und wir mussten jede einzelne Kopie nehmen und sie übermalen. Damit die Menschen nichts über die Fixies herausfinden. Schade, dass ich nicht dabei war. Ich hätte euch helfen können. Professor, ich gehe. Oh? Da sind sie ja. Haha, Elisa. Elisa, Elisa. Sie ist gegangen und hängt die Flyer auf. Ja? Und ich habe den Koffer und den Schirm selbst gefunden. Ich rufe sie an und sage es ihr. Wo ist mein Handy? Habe ich es verloren? Keine Sorge, Professor. Wenn Sie es nicht finden, Elisa hat bestimmt ein Foto von ihrem Handy. Hauptsache, Elisa geht jetzt nicht auch noch verloren. Das Sie. Papa, wann kommt Mama zurück von der Konferenz? In einer Stunde. Wie können wir sie überraschen? Wie wär's mit Rosinenbrötchen? Die liebt sie. Das ist eine tolle Idee. Wo sind nur die Rezepte? Oh. Ah, hier sind sie nicht. Wo könnten sie wohl sein? Was suchst du da? Ein Rezept. Das ist in der Schublade beim Herd, da drüben. Toll, danke. Hier ist es. Ah, fantastisch. Mal sehen. Was brauchen wir? Milch. Mehl. Eier. Etwas Zimt und Rosinen. Der Zimt ist gleich hier. Aber die Rosinen sind alle. Die Rosinen sind alle. Ohne Rosinen? Nein, Mama liebt die Rosinen. Ah, es ist zu spät. Die Geschäfte sind geschlossen. Müsli! Wir haben Müsli! Na und? Da sind Rosinen drin, schau! Tom Thomas, du bist ja ein Genie! Du kümmerst dich um die Rosinen. Tom Thomas, was nimmt Mama, um den Teig zu kneten? Den Mixer! Wie wär's mit dem Mixer? Keine schlechte Idee. Ich denke nicht, dass du genug Rosinen hast. Und du hast den Teig noch nicht gemacht. Das geht ganz schnell mit dem Mixer. Na gut, Papa. Mal sehen, wer zuerst fertig ist. Komm schon, schneller, schneller! Wenn ihr meint, ihr wärt so toll, warum helft ihr nicht? Na gut, wir helfen. Fang! Was ist los da drin? Wir haben alles von oben genommen. Wir müssten nach unten tauchen. Taucht! Schnell! Papa hat schon fast den Mixer zusammengebaut. Wo sind die Rosinen? Es ist dunkel da unten. Wir können die Rosinen nicht sehen. Dann taucht noch mal. Nein, so wird das nichts. Wir brauchen einen Filter. Um Samen von Hülsen zu trennen, Luft von Staub und Wasser von schädlichen Teilchen, nehmen wir Filter. Der einfachste Filter ist ein Metallnetz. Solche Filter sind in Waschmaschinen installiert und in Geschirrspülern. Sie halten das Wasser sauber, indem sie kleine Schmutzpartikel abfangen. Somit halten Maschinen länger und gehen nicht so schnell kaputt. In anderen Worten, Filter trennen das, was wir wollen, von dem, was wir nicht wollen. Ich glaube, ich weiß, was Mama benutzt. Perfekt! Dieser Filter ist ein Sieb. Nimm die Schüssel und halte das Sieb darüber. Schütte das Müsli hinein. Und jetzt schüttel es, damit die kleinen Teile durchs Sieb fallen. Und die Rosinen drin bleiben. Papa, mach
den Mixer schon an. Dann musst du schneller schütteln. Papa, du spritzt den Teig durch die ganze Küche. Der Mixer ist zu kraftvoll. Der Mixer ist in Ordnung. Der Teig ist zu flüssig. Ihr müsst Mehl hinzugeben. Du brauchst mehr Mehl. Okay, woher weißt du das alles? Schüttel noch mehr. Nicht nötig. Ich habe alle Flocken ausgesiebt. Cool, es hat echt geklappt. Papa! Was? Kann ich die Rosinen in den Teig tun? Sieh mal an, wie hast du die so schnell ausgelesen? Mit unserem Sieb, Papa. Kennt ihr die Geschichte von Aschenputtel? Ihre böse Stiefmutter ließ sie nicht zum Ball gehen. Stattdessen schüttete sie Erbsen auf einen Haufen Asche und befahl Aschenputtel, alle auszulesen. Aber was die meisten Leute nicht wissen, es waren Fixies, die Aschenputtel halfen, die Erbsen von der Asche zu trennen, mit Hilfe eines Siebes. Das ist wahr. Aschenputtel war eine Freundin der Fixies. Man findet die Spuren der Fixies in vielen Märchen. Erinnert euch nicht der Däumling und die Däumeline an jemanden? Wie haben sich diese winzigen Charaktere in Märchen zurechtgefunden? Es ist gut möglich, dass vor langer Zeit ein Fixie, der etwas tollpatschig war, von einem Geschichtenschreiber entdeckt wurde. Und der wurde zur Inspiration für zahlreiche Märchen. Okay, mach die Augen auf. Tada! Wunderschön. Wessen Idee war das? Tom Thomas. Die sind so gut. Was ist das Rezept? Das ist von Tom Thomas. Und ihr wusstet, dass ich Rosinen liebe. Tom Thomas hat sie aus dem Müsli gesiebt. Gut gemacht, Tom Thomas. Ganz alleine? Das ist doch klar. Das war's. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Und 101, 102, 103, oh, 104, jetzt fällt es mir 100 ein. Und nullig. Hey, komm schon. Tom Thomas hat mir versprochen, dass ich mit ihm draußen Fahrrad fahren darf. Ich muss losgehen. Du Glückspilz, ich würde so gerne Fahrrad fahren. Ja, das würde ich auch gern. Ihr dürft nicht gehen. Warum nicht? Tom Thomas ist nicht euer Freund, okay? Er hat nur mich eingeladen. Wenn ihr eine Fahrradfahrt genießen wollt, dann sucht euch gefälligst einen eigenen Menschenjungen. Hey, Tom Thomas, bist du bereit? Geht nicht. Wir können nicht losfahren. Das Rad hat ein Loch. Ich habe versucht, es aufzupumpen, aber die Luft strömt raus. Was sollen wir jetzt tun? Ich dachte, du weißt das. Du bist doch ein Fixie. Ich habe es noch nicht gelernt. Warte kurz. Spule, Pfeffer, wartet kurz. Wir haben ein Loch im Fahrradreifen gefunden. Meinst du das, welches nur Freunde mitnimmt? Sei doch nicht so. Bitte helft mir. Ich dachte, Tom Thomas wäre nur dein Freund. Warum kommst du nicht und fragst ihn selbst? Er könnte dann auch dein Freund sein. Seit Tausenden von Jahren helfen Räder Menschen auf der ganzen Welt. Der Vorfahre des Rads ist ein Baumstamm. Menschen legten Stämme unter schwere Lasten, um sie zu bewegen. Dann hatten Menschen die Idee, die Stämme in Scheiben zu sägen und die Scheiben durch eine Achse zu verbinden. Und da war es, das Rad. Räder machten das Leben angenehmer. Später kamen Räder mit Speichen, Metallfassungen und Gummireifen. Bald darauf rollten die Menschen auf der ganzen Welt mit allen möglichen Fahrzeugen umher. Töpfer, Mühlen, Uhren. Es gibt so viele Verwendungen für Räder. Und mit der Dampflok, Dampfschiffen und Autos verbreiteten sich die Räder auf der ganzen Welt. Sie haben sogar den Planeten Mars erreicht. Das Rad ist wirklich eine der einfachsten und erstaunlichsten Erfindungen des Menschen. Puh, es ist ab. Und was jetzt? Jetzt muss der Schlauch raus. Meinst du dieses Gummiding? Ja, das ist der Fahrradschlauch. Da muss irgendwo ein Loch sein. Pump ihn auf, Tom Thomas. Dann sehen wir, wo die Luft rauskommt. So findet man kaum das Loch, Nullig. Warum denn nicht? Weil das Loch wahrscheinlich winzig klein ist. Wie findet man es sonst? Um es zu finden, brauchen wir Wasser. Wieso? Ja, wieso? Jetzt verstehe ich, warum wir Wasser brauchen. Da, seht ihr die winzigen Bläschen? Ja, seht ihr? Das ist die Luft aus dem Schlauchinneren. Das bedeutet,
Knolik, du bist ein Genie. Hurra! Ich habe es gefunden! Schaut! Überlass das bitte mir. Ich habe den richtigen Klebstoff im Packomat. Das Loch ist genau hier. Ich hab's entdeckt. Aber erst müssen wir das Gummi trocknen. Sieht trocken aus. Dann können wir jetzt kleben. Es ist repariert. Tilly! Alles klar, alles bereit. Hurra! Ziffer, Spule, kommt ihr mit? Ich weiß nicht, wir wurden nicht eingeladen. Ich bin sicher, er wird euch einladen. Stimmt's, Tom Thomas? Natürlich werde ich das. Wir sind doch Freunde, oder? Fahren wir los! Seht das Rad, es erspart uns viel Zeit, welch ein Segen. Seht das Rad, rollt auf allen Wegen. Seht das Rad, es bezwingt jeden See, alle Berge. Seht das Rad, rollt durch weite Ferne. Ja, ich liebe das Rad, wie die Sonne mit goldenem Schimmer. Seht das Rad, scheint in unser Zimmer. Die Spinne. Kaubacke, Kaubacke. Tom Thomas, was machst du da? Ich streichle Kaubacke. Warum? Weil ihr das gut tut. Aber rubbel ihr Fell nicht ab. Ihr seid doch nur neidisch, Leute, weil ihr keine eigenen Haustiere habt. Was soll das heißen? Wir haben ein Haustier. Juhu! Buggy! Buggy! Sie war in der Entlüftung, als ich sie das letzte Mal sah. Buggy! Komm raus da! Wir müssen reden! Hier, das ist unsere Freundin Buggy! Wartet, dieses Insekt ist euer Haustier? Ha! So ein Witz! Buggy ist eine Spinne und nicht bloß dieses Insekt! Aber ist eine Spinne nicht ein Insekt? Als Insekten bezeichnet man Mücken, Fliegen, Käfer, Libellen, Schmetterlinge, Ameisen und viele andere. Spinnen sehen Insekten sehr ähnlich. Sie haben ähnliche Beinchen. Aber Spinnen sind keine Insekten, es sind Arachniden. Insekten haben 6 Beine, Spinnen dagegen haben 8. Viele Insekten können fliegen, aber Spinnen nicht. Spinnen bauen Spinnennetze. Sie mögen schön aussehen, aber eigentlich sind das Fallen zum Jagen von Insekten. Wieso hat eure Buggy bitte nur 5 Beine anstatt 8? Ich weiß nicht. Sie muss sie verloren haben. Jedenfalls kann sie sehr viele Tricks. Hallo Buggy, wie geht es dir? Den Trick können wir auch machen. Kaubacke, Pfötchen. Seht ihr? Und ich wette, eure Buggy kann das nicht. Kaubacke, Sitz. Buggy, Sitz. Warum sitzt du nicht? Platz. Jetzt du, Platz. Sieh zu! Genau so! Platz jetzt! Das kann sie auch nicht. Das 5. Bein ist ihr wohl im Weg. Platz, Buggy! Platz, hab ich doch gesagt! Was für ein Haustier bist du eigentlich? Du kannst nicht mal einen einfachen Trick! Hey, wo gehst du hin? Warte, Buggy! Geh nicht! Nolik, du solltest dich wirklich schämen! Warum benimmt sie sich so dämlich? Hast du nicht gesagt, sie sei deine Freundin? Na und? Seine Freunde schreit man jedenfalls nicht an. Sie hat recht. Was für ein Freund bist du? Ich gehe sie suchen. Und ich entschuldige mich. Buggy! Hörst du mich? Ah!
Ich verdiene es nicht, denn ich war ein schlechter Freund. Menschen haben gerne Tiere in ihrem Haus. Hunde, Katzen, Hamster, Vögel, Fische, Schildkröten. Manche haben sogar Krokodile. Je größer das Tier, desto mehr Arbeit ist es, sich darum zu kümmern. Aber jedes Tier braucht Liebe und Zuwendung, egal wie groß es ist. Fixies haben auch gerne Haustiere. Alle möglichen kleinen Käfer, Spinnen und Fliegen. Fixies behandeln sie wie Freunde und kümmern sich um sie. Natürlich ist eine kleine Spinne nicht so klug wie ein Hund, aber sie können auch trainiert werden. Einige Fixies haben es geschafft, so große Insekten wie Bienen, Käfer und Libellen zu zähmen. Fixies fliegen auf deren Rücken und transportieren schwere Lasten. Das war's. Ich stecke ganz allein hier fest. Für immer. Simka, wie hast du mich gefunden? Buggy hat mich hergeführt. Buggy, du hast mich doch nicht im Stich gelassen. Tut mir leid, ich verspreche dich nie wieder anzuschreien. Au, mein Bein. Halte durch, Nolik. Wir holen dich hier raus. Es war so gruselig. Du hättest da unten sterben können. Ja, ich wäre fast gestorben. Aber weißt du was? Buggy hat mich gerettet. Ja, das ist cooler, als Pfötchen zu geben. Buggy ist wirklich eine wahre Freundin. Tut dein Bein wirklich sehr weh? Ah! Nee, es tut nicht wirklich weh. Mir geht's gut, das war nur Spaß. Der Fernseher. Sieh genau hin. Erst nehme ich etwas vom Gelb, dann etwas Blau, dann mische ich sie und jetzt haben wir die Farbe Grün. Ist das nicht toll? Cool. Und das klappt nicht nur beim Malen. Dein Fernseher funktioniert ganz genauso. Wirklich? Unglaublich. Das ist peinlich. Nolik, du solltest das doch wissen. Wir leben doch in dem Fernseher. Zusammen mit Papus und Marcia. Komm schon. Der Bildschirm eines Fernsehers besteht aus winzigen leuchtenden Punkten, die rot, grün oder blau sind. Wenn grüne und blaue Punkte gleichzeitig leuchten, sehen wir die Farbe hellblau, wie bei einem klaren blauen Himmel. Wenn grün und rot leuchten, sehen wir eine gelbe Sonne. Und wenn alle drei Farben hell zusammenleuchten, dann sehen wir weiß auf dem Bildschirm. Vielleicht ist das schwer zu glauben, aber es ist wahr. Alle Farben auf dem Bildschirm bestehen aus nur drei Farben. Rot, grün und blau. Also alles, was wir auf dem Fernsehbildschirm sehen, hat nur drei Farben. Rot, grün und blau. Ist das nicht toll? Woher weißt du das alles, hä? Übrigens, wahrscheinlich solltest du bald einen neuen Fernseher bekommen. Was meinst du? Klar. Toll. Dann nehme ich den hier mit. Zur Arbeit. Wir machen gerade eine Reportage über alte Geräte. Hurra! Ich bekomme einen mega coolen neuen Fernseher. Simka, Nolik, habt ihr das gehört? Seid ihr hier? Wahrscheinlich sind sie nach Hause gegangen. Einen Moment. Ihr Zuhause ist der Fernseher. Das war doch so ein schönes Zuhause. Das ist okay. Dann ziehen wir eben in einen anderen Fernseher. Den in dem Wohnzimmer? Warum nicht? Das ist ein schöner neuer mit einem riesigen Flachbildschirm. Wir werden das Sofa hier lassen müssen. Was? Wir haben nicht genug Platz im anderen Fernseher. Dann ziehe ich da nicht ein. Wohin sonst? In den Kühlschrank? Nein, danke. Meine Nase läuft. Was ist mit dem Herd? Oh. Und was ist mit uns? Du hast doch gesagt, dass Kinder einem Herd nicht zu nahe kommen sollen. Wie wär's denn mit der Mikrowelle? Nein, es ist gefährlich dort. Dann ins Klavier. Welches Klavier? Es gibt kein Klavier in Tom Thomas' Wohnung. Schade. Ein Klavier wäre der schönste Ort für ein neues Zuhause. Hä? Sieht aus, als sind wir schon in einer Schachtel. Wir sitzen fest. Gut. Ah. Papa! Hey, Papa! Ich hab's mir anders überlegt. Ich möchte keinen neuen Fernseher. Warum willst du keine neuen? Ich hab mich so daran gewöhnt. Du bist ein Müllsammler. Genau wie du, Papa.
Menschen hatten immer den Traum, etwas weit Entferntes sehen zu können. Wir alle kennen Märchen mit Kristallkugeln und Zauberspiegeln. Aber das Wunder des Fernsehers begann erst vor 100 Jahren. Die Bildschirme auf den ersten Apparaten waren so klein, dass Menschen Lupen nehmen mussten, damit das Bild groß genug war, um es sehen zu können. Seit den ersten Fernsehern änderten sich mit der Zeit sowohl das Innere als auch das Äußere dieses erstaunlichen Gerätes. Sperrige Fernsehröhren wurden ersetzt durch elektronische Chips. Bildschirme wurden größer und größer. Fernseher sind nun nicht mehr sperrig, sondern sie haben große, flache Bildschirme, die sogar an der Wand hängen können, wie ein Bild. Und bald könnte es sogar möglich sein, dass man Fernseher wie eine Matte zusammenrollen und sie überall mit hinnehmen kann. Alles klar, ich stelle ihn zurück. Unter einer Bedingung. Wenn er kaputt geht, kaufen wir dir sofort einen neuen. Ja, klar. Mit uns geht er niemals kaputt, richtig? Nie und nimmer. Oh, da haben wir es. Die Farben sind vollkommen falsch, siehst du? Anscheinend müssen wir ihn doch wegwerfen. Warte, das wird schon gleich wieder. Pass auf. Eins. Zwei. Und. Drei. Wie hast du das gemacht? Ich habe nur die drei Farben gemischt. Wie gesagt, rot, grün und blau. Tisch! Keine. Hurra, Mittag! Tom Thomas, du legst deinen Ball auf den Tisch? Der ist doch dreckig. Weißt du nicht, wie viele Keime darauf sind? Wasch dich schnell. Guck, alles sauber. Hier, komm, für dich. Das habe ich gesehen. Geh ins Bad und wasch die Hände. Warum? Hat Kaubacke Keime? Sehr viele. Komm schon, gib ihn zurück. Schon wieder? Hi, Tom Thomas. Mhm. Warum bist du so sauer? Wasch du mal deine Hände 5-mal hintereinander. Keime hier, Keime da, die existieren sicher nicht mal. Natürlich gibt's die. Sie sind nur so winzig, dass man sie ohne Mikroskop nicht sehen kann. Tom Thomas, lass uns in das Büro deines Papas gehen. Er hat doch ein Mikroskop. Und so können wir uns die Keime ansehen. Keime und Mikroben sind so kleine Kreaturen, dass wir sie nur mit einem Mikroskop sehen können. Aber sie leben überall. In der Erde, im Wasser, in der Luft. Sie sind überall. Auch auf uns. Manche Mikroben können sich bewegen durch kleine Filamente oder Schwänze. Die meisten Keime sind harmlos, aber es gibt auch gefährliche. Geraten sie in euren Körper durch die Nase oder den Mund, könntet ihr Halsschmerzen oder Bauchschmerzen bekommen. Dreh noch ein bisschen. Stopp. Und jetzt schau hinein. Das ist ja schrecklich. Hey, lass mich auch sehen. Wow, die sind ja gruselig. Wartet mal, hab ich wirklich auch Keime, die auf meinen Händen leben? Du sagst es. Aber ich hab sie gewaschen. 7-mal. Mit Seife? Nein, nur Wasser. Du musst Seife nehmen, wenn du Keime loswerden willst. Nicht nur Wasser. Also, welche Seife soll ich nehmen? Egal. Diese oder diese. Sie sind beide antibakteriell. Sie töten also Bakterien. Und was ist mit Keimen? Sterben sie auch? Natürlich. Bakterien sind nur eine andere Bezeichnung für Keime. Sie sind dasselbe. Wasch dich. Tom Thomas, gib mir einen Tropfen der flüssigen Seife. Ich möchte richtig saubere Hände. Gut gemacht. Weiter so. Wow, wir sind sauber. Lass uns das Puzzle zusammensetzen. Alles klar. Oh, sind da nicht viele Keime auf jedem Teil? Und sie sind auf dem Fußball. Was sollen wir tun? Ich denke, wir waschen sie mit Seife. Nein, das ganze Zimmer. Hast recht. Thank you.
umgeben von Millionen von unsichtbaren Bakterien. Dazu zählen auch die, die Krankheiten auslösen. Aber es gibt keinen Grund zur Sorge, wenn man folgende einfache Regeln befolgt. Esst nur gewaschenes Obst und Gemüse. Haltet euer Zuhause sauber und wascht die Hände gründlich mit Seife. Am besten mit antibakterieller Seife. Und zwar jeden Tag. Antibakterielle Seife schützt euch ein paar Stunden lang nach dem Händewaschen. Sie reinigt nicht nur eure Hände, sondern hält auch Bakterien davon ab, sich zu vermehren. Es gibt auch nützliche Bakterien. Manche Bakterien können in Milch gegeben werden, um Joghurt und Hüttenkäse herzustellen. Andere werden für die Reinigung von Wasser eingesetzt. Sogar im Inneren des Menschen sind viele nützliche Bakterien, die dem Körper helfen, Essen zu verdauen. Ah, Nolik, was denkst du? Gibt es Mikroben, die auf Seife leben? Ich weiß nicht. Wir sollten die auch waschen, um sicher zu gehen. Hey, was macht ihr zwei hier? Wir waschen die Seife. Mit Seife? Damit keine Keime drauf sind. Das ist nicht euer Ernst. Hört zu, alle Keime loszuwerden ist unmöglich. Und unnötig. Ihr müsst euch nur vor den Schlechten schützen. Ah, Bakterien? Null. Tom Thomas, ich muss kurz rein und... Dein Zimmer säubern. Aber ich hab schon alles geputzt. So ein braver Junge. Der Tisch glänzt ja. Alles ist so sauber hier. Gut gemacht. Was ist los? Gar nicht. Du wirst doch nicht krank, oder? Nein. Tom Thomas, du hast das wirklich toll gemacht, aber du gehst etwas zu weit mit dem Putzen. Verstehst du? Ich verstehe. Und verstehst du's? Ich? Was denn? Das Allerwichtigste ist, dass du deine Hände mit Seife wäschst. Okay. Auf die Keimbekämpfer! Ihr macht die Welt wieder sicher. Wieder ein paar Keime weniger. Das Sportgerät. Nolik? Ich bin nicht hier. Du hast mich nicht gesehen. Was ist los mit dir? Da ist dieses Rennen, das sehr bald beginnt. Jungs gegen Mädchen, ihr Team gegen unsers. Na und? Na und? Ich bin der Kleinste im Team. Ich will nicht alle enttäuschen. Deshalb verstecke ich mich hier, damit mein Team nicht verliert. Gib doch nicht einfach auf. Du kannst lernen, schneller zu rennen, wenn du willst. Meinst du? Natürlich. Deswegen trainiert man schließlich. Du brauchst ein Laufband, um stärker zu werden. Cool. Und wo kriegen wir so eins her? Wir machen es selbst. Sportgeräte wurden erfunden, damit Menschen trainieren können, ohne nach draußen zu gehen. Mit einem Laufband kann man zum Beispiel sehr lange laufen oder rennen, ohne den Ort verlassen zu müssen. Das elementare Teil des Laufbands ist ein Förderband, das von einem elektrischen Motor angetrieben wird. Heutzutage können Laufbänder auch die Geschwindigkeit messen, die zurückgelegte Strecke, den Puls und sogar das Ergebnis des letzten Workouts. So, fertig. Fisch. Es wird Zeit, mit der ersten Trainingseinheit zu beginnen. Wie soll ich denn bitte schnell rennen lernen, wenn du so langsam drehst? Hey, das war etwas zu schnell. Oh, tut mir sehr leid. Ich hab's. Das nennt man Training. Noch nicht. Du musst noch weitermachen. Ich kann nicht mehr. Hören wir auf. Puh, auf keinen Fall. Dreh weiter. Los! Es gibt alle möglichen Sportgeräte, die uns helfen können, in Form zu kommen. Dieses hier simuliert Skifahren. Es trainiert die Arme, Beine und Herz. Und mit dem kann man rudern, wie mit einem Ruderboot. Und wenn man treten will, garantiert ein Übungsfahrrad ein tolles Workout, egal wie schlecht das Wetter gerade ist. Es gibt auch Kraftsportgeräte. Diese Geräte können helfen, große, starke Muskeln aufzubauen und den Körper in Form zu bringen. Allerdings kann man auch tolle Übungen machen ohne diese sperrigen Geräte. Es gibt zahlreiche, viel einfachere Geräte, die in jeden Haushalt passen. Zum Beispiel eine Stange für Klimmzüge. Ein Seil an der Decke zum Klettern. Springseile, Gewichte, Hula-Hoops und Gymnastikbälle. Wichtig ist, etwas zu tun.
Okay, Mädchen, macht euch gefasst. Oh, hab ich eine Angst. Wir zeigen Ihnen, wer hier der Sieger ist. Richtig, Spule? Ich gebe mein Bestes. Spule wird Nolik auf jeden Fall schlagen. Wir müssen den Zahn zulegen. Es wird Zeit, das Rennen zu starten. Teams, seid ihr bereit? Bereit. Auf die Plätze. Fertig. Los! Geschwindigkeit. Jetzt werden die Mädchen gewinnen. Nolik wird Spule nie einholen. Spule! Spule! Los geht's! Es scheint, als holt er auf. Du schaffst es! Los, sieh doch! Schneller! Schneller! Komm schon, Nolik! Nolik! Du hast es Nolik! Los! Sieh doch! All das Training am Sportgerät hat wirklich geholfen. Wohin gehst du? Das Ziel ist dort! Nolik! Danke, Nolik! Du bist mein Held! Weiter, Nolik! Welches Team hat gewonnen? Wir natürlich. Unentschieden. Tom Thomas, das ist nicht fair. Es war aber eins. Und ein sehr nobles. Alles klar. Wartet nur auf das nächste Rennen. Nolik wird es sicher gewinnen. Jetzt dürft ihr alle fünf auf die Siegertreppe steigen. Oh nein. Alle ersten Plätze sind belegt. Für dich finden wir einen.